Wenn der Schal die gewünschte Länge hat, werden die Maschen abgekettet. Dazu hebt man die erste Masche wieder ab, strickt die nächste Masche und hebt die hintere Masche über die vordere Masche. Dann wird die nächste Masche wieder gestrickt. Beim Abheben wird sie ganz normal gestrickt und wieder wird die hintere Masche über die vordere Masche gezogen. Das macht man weiter, bis man das Ende der Reihe erreicht. Wenn dann nur noch eine Masche auf der rechten Nadel ist, wird die Masche einfach hochgezogen, sodass der Faden rausfällt, und dann kann man die beiden Enden vernähen. Wenn man möchte, kann man hier noch Fransen einknüpfen und fertig ist der Schal.